Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind angekommen in Wien, also eigentlich noch nicht ganz, denn wir müssen noch gucken, was machen wir mit Kollege Railchat. Also wir wissen eigentlich die Theorie, die kennen wir schon, aber wie machen wir das jetzt im Praktischen? Wir müssen den Zug auf diese Gleise hier hinten rüber kriegen. Haben wir denn die Weiche schon gemacht? Ich muss mal gucken, wenn man hier lang kommt. Doch, da kommt man darüber und dann hier lang. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich mit Wegpunkten machen müssen. Ich glaube aber, die haben eben schon einen Wegpunkt. Jawohl, haben sie tatsächlich. Hier in Wien. Ich würde sagen, wir löschen mal die Wegpunkte, weil die bringen so in dem Moment gerade nichts. Zack, einmal weg. Aha, dann geht er ganz außen rum. Okay, wir werden eh wieder neue Wegpunkte setzen. Aha, okay, dann macht er das. Das soll er eigentlich nicht. Er soll schon hier lang. Aber er soll eben jetzt hier bei diesem Gleis lang. Okay. Kommen wir ja vielleicht nicht sogar. Lass mich doch nochmal schnell basteln. Weil, folgendes. Kommen wir ja nicht vielleicht sogar ganz rein, dass wir das zweigleisig lassen könnten? Mal gucken. Wir kappen das mal, schnappen das Gleis und dann werden wir es relativ schnell wissen. Aber da reinkommen, da ist halt wieder irgendwie eine Weiche. Moment, vielleicht hier sogar? Hier, so da irgendwo da rein. Nö. Doch, so geht's. Aha, okay. Aber ist das dann zweigleisig? Nein, es ist zweigleisig, ja, aber dann greifen wir halt in die Linie ein. Ich muss mal schnell gucken. Ja, das ist die Spanisch-Brötli-Bahn, da wollen wir dann doch nicht hin. Dann lassen wir das so, wie es ist, dann haben wir hier halt einen gewissen Engpass. Also, nochmal die Weiche hinbasteln. Grün ist es noch darunter. Das heißt, unsere Schiffchen können auch noch fahren. Also, wir brauchen Wegpunkte. Da hätte ich jetzt nicht mal zwingend zumachen müssen, aber in Ordnung. So, einmal diesen und dann müsste eigentlich automatisch auf die Idee kommen, dass er hier oben lang fährt. Das heißt, wir brauchen wieder die Railjet-Linie, das war die hier. Und dann wäre das vor Wien. Also nach Birkenhügel in dem Fall. Würden wir gerne hier lang. Wo war der Wegpunkt? Zack. Okay, dann macht er das. Und auf dem Rückweg wieder nach Birkenhügel wollen wir auch hier lang. Das ist dann halt eben eingleisig. Ist das richtig, dass das dann eingleisig ist? Man hier guckt. Nee, eigentlich kann man das zweigleisig machen, dass er hier vorne zumindest die Strecke noch zweigleisig fährt. Dann teilt er sich eben das Gleis. Wobei wir haben dann ja drei Gleise. Bis hierhin zumindest haben wir drei Gleise. Jetzt wird's interessant. Ja, sonst machen wir das eingleisig, dass wir eingleisig da reindüsen. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, wie das am besten ist. Ob wir tatsächlich für unsere neue Linie hier ein separates Gleis brauchen oder ob wir den nicht zweigleisig hier düsen lassen. Doch, wir lassen den zweigleisig düsen. Das heißt, wir bräuchten hier nochmal einen Wegpunkt. Und das können wir folgendermaßen machen. Wir haben ja hier einen Wegpunkt. Das heißt, nach Wien Zentralbahnhof wollen wir hier lang auf dem Rückweg. Dann passt. Er nimmt aber nicht beide Gleise. Warum tut er das denn jetzt nicht? Weil das der kürzere Weg ist. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nochmal einen Wegpunkt. Den setzen wir ganz schnell. Und zwar hier. Und dann wäre das, im Prinzip können wir den wieder kappen, den 7er. Und man stattdessen den hier. So, und dann kommen die nämlich genau hier lang. Also dann ist es hier ganz kurz. Beim Wechseln ist es eingleisig. Das müssen wir, wisst ihr was, das machen wir jetzt gleich. Weil das ist nicht die Linie, die wir aktuell in dem Sinn bearbeiten, sondern das ist eine alte. Da müssen wir die Korrekturen schon jetzt machen. Die Signale sind eingestellt. Okay. Hier vorne brauchen wir dann, zack, hier das Signal. Und wenn wir hier gucken, dann haben wir relativ lange kein Signal mehr. Wir brauchen hier eins. Und wir machen mal noch ein Gegensignal hier in der Mitte. Zack, okay. Und hier vorne ist es dann eben eingleisig. Und da werden wir nachher gucken. Das ist eigentlich, glaube ich, eh schon das richtige Gleis, weil wir wollen dann ja nachher hier rüber irgendwie, hier unten. Ja, noch mal gucken nachher, ob das wirklich so klappt, wie wir das gedacht haben. Da mit der Weiche, doch, das müsste funktionieren. Aber dann hier rüber. Haben wir hier nicht irgendwie noch eine Weiche? Doch, hier unten ist die Weiche. Dann sind wir aber erst hier. Wie kommen wir denn da hin? Was habe ich mir denn hier gedacht? Hier ist die Weiche. Wollten wir hier rein? Das könnte ja auch sein. Funktioniert das überhaupt? Moment, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wie was wo. Linienfenster. Folgende Situation. Doch, also da kämen wir rein. Hier könnten wir wechseln, dann kommen wir rüber. Wir müssen also hier rein, bei der blauen Linie, nicht bei der roten. Das heißt, wir müssten von hier noch in irgendeiner Form darüber kommen. Ich glaube, da habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. Ja, ich weiß. Das war eine rein rhetorische Frage.
Haben wir das nicht eh schon getestet, ob das nicht irgendwie geht, dass wir da rüberkommen? Wir müssen hier wahrscheinlich die Weiche kappen, die ein bisschen eher machen. Dann hätten wir hier doch noch Platz, um rüberzukommen. Ich bräuchte mal ein Gleis. Und dann mal einen Test, ob das nicht vielleicht so sogar funktioniert. Doch, das funktioniert auch. Also jetzt nochmal. Wenn wir hier kommen, die rote Linie, das ist im Prinzip die Railjet-Linie. Nicht nur im Prinzip, das ist sie. Wir gehen hier rein. Wir simulieren jetzt aber nicht, was die Railjet-Linie macht, sondern was die künftige Linie macht, die es noch nicht gibt. Die fährt hier rein, ist dann hier drauf und müsste dann irgendwie darüber. Ach, du grüne Neune. Das kann sie, aber... Kannst du das? Kommt die da rein? Schwierig zu sagen. Nee, die kommt doch da nicht rüber. Das wird doch nicht funktionieren. Die kommt von da nach da. Das muss sie aber gar nicht. Eigentlich müssen wir in die andere Richtung. Hat das seine Richtigkeit oder warum habe ich das gemacht? Damit wir dann hier reinkommen und dann hier nicht weiter. Oh, es ist nicht ohne. Das sage ich, glaube ich, auch schon zum dritten Mal. Aber das sage ich halt zum dritten Mal, weil es tatsächlich so ist. Haben wir jetzt noch irgendwie eine Linie ermordet? Waren das nicht mal mehr, die hier lang fuhren? Das kann eigentlich nicht sein. Hier stimmt ja noch alles. Doch, die fahren da lang. Die fahren dann außen rum. Müsste stimmen. Sonst hätten wir hier eh die Meldung. Das ist die Linie 1. Das ist die, an welcher wir arbeiten. Das ist also kein Ding. Ja, eben so rüber. Wenn wir hier sind, dass wir von hier noch nach da gehen. Oder eben von da nach da. Ich weiß es nicht, was besser ist. Ich mach mal kurz zu. Ich muss mir das von hier hinten mal nochmal ansehen. Weil wir müssen hier ja auch noch reinkommen. Also, machen wir doch erstmal die Verbindung und gucken dann, wer wo reingeht und wer wo eben nicht reingeht. Wenn wir hier rüber gehen, das habe ich schon mal getestet, aber vielleicht geht es ja jetzt, wer weiß. Neue Aufnahmesession. Vielleicht ist das Spiel gnädiger mit seinen... Mit seinen Brückenpfeilern. Nee, geht immer noch nicht. Okay, aber hier oben geht's wahrscheinlich. Und da kämen wir hier auch rüber. Nee, geht auch nicht. Auch Brückenpfeiler. Problem. Wie kommen wir denn jetzt von da rein? Jetzt haben wir es uns so schön überlegt. Jetzt müsste man irgendwie noch hier oben reinkommen. Schwierig, zumal genau die olle Weiche da ist. Kommen wir hier raus? Nein, wir kommen hier halt lang. Vielleicht unten durch. Jetzt wird es ganz tricky. Wenn wir hier runter gehen, da haben wir noch Tunnel und Co. im Weg, damit das Spiel ja nicht gleich verstehen kann oder darf, was wir eigentlich wollen. Ah, das geht. Okay, dann hätten wir es hier auch dreigleisig. Das war doch eigentlich, was ich ursprünglich wollte. Jetzt habe ich tatsächlich ein Durcheinander. Was war denn die Idee? Hier ist es doch dreigleisig. Warum ist es denn hier vorne nur noch zweigleisig? Weil wir hier eine Weiche haben. Moment, das Gleis und das Gleis, das wären die zwei. Muss das nochmal wegnehmen. Genau, und dann wird es hier halt eingleisig. Was haben wir hier denn noch für ein Problem? Hier haben wir irgendwie so einen Grafikbug drin. Kann das sein? Das kappe ich mal nochmal. In der Hoffnung, ich kriege es wieder hin. Aber er ist wieder da. Interessant. Da haben wir kein Gleis, da haben wir irgendwie Erde. Aber okay. Ja, da können wir jetzt eh nicht viel machen. Wir müssen tatsächlich schauen, wie wir hier reinkommen. Der Punkt ist natürlich ganz einfach, je mehr Gleise wir haben, desto einfacher wird's. Deswegen gucke ich mal nochmal. Ich glaube, das würde eben schon auch funktionieren. Je nachdem, wo man dann aufhört. Oder dass wir es in kleinen Schritten bauen. Oder von hierher kommt. Ja, das geht. Ich baue es mal. Dann schauen wir. Das geht auch immer mal wieder. Und dann geht es nicht. Dann müssen wir natürlich die Stelle erwischen, wo es eben geht. Zum Beispiel hier. Ja, das funktioniert. Gut, dann hätten wir jetzt hier die vier Gleise. Machen wir hier noch eine Weiche raus. Okay, und jetzt gucken wir nochmal, wie wir das da genau hinkriegen. Wenn wir jetzt vier Gleise haben, dann müssen wir das mit den Wegpunkten aber auch nochmal ändern. Hier kommen sie rüber, können in das Gleis rein. Das heißt, wir kappen das hier nochmal. Wenn wir das später nochmal optimieren müssen, dann ist das kein Ding. Dann werden wir das natürlich machen. Jetzt für den Moment müssen wir noch nicht optimieren. Wir müssen gucken, wie wir es am besten machen. Ich kapp das hier nochmal schnell, weil es zu nah dran ist. So, wir gehen hier raus. Zwar hier rein, beziehungsweise
Moment, jetzt muss ich nochmal kurz kappen, weil das ist so eigentlich falsch. Wenn wir so kommen, dann haben wir hier mal die beiden Gleise, die da halt, die da reingehen. So, und jetzt haben wir Folgendes. Einmal so und einmal so. Moment, aus der anderen Richtung vielleicht, dann geht es besser. Jawohl. Okay, dann hätten wir jetzt folgende Situation. Der Railjet, der müsste jetzt eigentlich hier geradeaus. Könnte das sogar zweigleisig machen. Das wäre in Ordnung. Jetzt stimmt aber dieses Signal hier nicht mehr. Das muss nochmal weg. Wir müssen die Signale nochmal setzen. Nicht bauen. Abreißen. Geht nicht. Aha. Kann ich das Signal nicht abreißen? Warum das denn? Come on. Ich ziele gerade. Dann kann ich nicht reden. Sonst kann ich nicht zielen. Brückenpfeiler-Kollision. Bei einem Signal. Naja gut, wir können es stehen lassen, weil es hat einfach keine Wirkung. Das ist ja egal. Oh Gott, hier vorne jetzt reinkommen. Und wir sind noch nicht mal hier aus dem Bahnhof raus. Arg, arg. Ich teste mal nochmal. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wenn wir hier die Kurve machen. Das wird natürlich immer noch nicht gehen. Wäre interessant, wenn es plötzlich gehen würde. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwo so eine Stelle erwische, wo es funktioniert. Nein, erwische ich nicht. Also das geht nicht. Wie sieht es hier aus, wenn wir hier rausgehen? Brückenpfeiler, Brückenpfeiler, Brückenpfeiler. Geht auch nicht. Okay, hier rüber geht auch nicht. Also irgendwie kommen wir hier gar nicht rein. Dann müssten wir früher rein. Es hilft nichts. Dann müssen wir das... Aber wir haben ja keinen Platz. Das ist das Problem. Wenn wir hier wieder zurückgehen und hier rüber... Nee, das ist alles... Das gefällt mir alles nicht wirklich. Ich nehme mal an, von hier kämen wir definitiv nach hier unten hin. Irgendwie in irgendeiner Form müsste das doch machbar sein. Denkste. Überall Kollision, Kollision, Kollision. Selbst mit der anderen Brücke natürlich, weil das die gleichen Pfeiler in dem Sinn sind. Geht nicht. Schade, das wäre natürlich perfekt. Wobei, ist die falsche Richtung. Nee, das wäre nicht mal perfekt, weil wir wollen ja nicht... Nee, war eh falsch. Wenn schon, müssen wir die Kurve so haben, damit wir von hier unten hier reinkommen. Ich fürchte, das könnte tatsächlich eine Knacknuss werden, die wir so nicht ganz lösen können. So wird's gehen. Bringt aber nichts, weil wir kommen da natürlich nicht rein. Geht nicht. Also, was wäre hier die ideale Lösung? Bevor wir jetzt irgendwas mit dem Railjet etc. ändern, nochmal. Jetzt haben wir hier diese Gleise gebaut, die schaden nicht, auch wenn wir sie im Moment noch nicht nutzen, weil das größere Problem ist tatsächlich, wie kommen wir von diesem Gleis nach da oben hin? Mal hier die Höhe verstellen und irgendwie hier unten durch und dann von der anderen Seite her kommen. Das wäre wäre ein bisschen komplizierter, aber das könnte natürlich funktionieren, weil wir einfach auf dieser Seite hier eben bauen können. Oder konnten. Können wir nicht mehr. Haben wir da tatsächlich jetzt auch ein Problemchen? Ja, okay. Ist aber egal. Wir können es natürlich so machen, dass wir hier so rüber gehen. Moment, mal gucken. Irgendwo muss doch eine Möglichkeit bestehen, da rauszukommen, ohne dass wir eine Kollision haben. Da sind halt wirklich, das sind so viele Gleise auf der Brücke. Das ist so eine breite Brücke, dass es einfach nicht ganz einfach ist. Das hat aber auch niemand behauptet. Es war klar, dass das in diesen Ballungszentren, in diesen Metropolen, zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn man etwas machen möchte. Ich glaube eben, es liegt nicht an der, liegt auch nicht an der Straße. Es liegt primär da an dem Gleis. Dass wir hier nicht rauskommen. Und zwar nirgends hin. Okay, das ist jetzt tatsächlich mal eine Knacknuss. Ich gehe mal raus. Lass mal kurz laufen. Einfach um die entspannenden Züge zu sehen. Ihr sitzt wahrscheinlich zu Hause und denkt euch, mach's doch so, mach's doch so. Ja, das Problem ist, die Gedankenübertragung per Internet funktioniert in dem Sinne noch nicht. Vielleicht irgendwann. Und deswegen, ja, ist es jetzt im Moment gerade schwierig. Mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen, ja, die Inspiration, wie man das am besten machen könnte. Weil wir hier einfach nicht reinkommen. Wenn wir es so machen, Moment, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Die Seite funktioniert halt nicht, das ist das Problem. Also, dass wir auf der Seite lang bauen, das klappt einfach irgendwie nicht. Gar nicht. Wenn ich hier nochmal andocke, dann haben wir wieder dieses Brückenpfeiler-Problem, das sich querbeet zieht. Also, das funktioniert auch nicht. Und da haben wir das Problem, ja. Einmal mehr mit den Gleisen. Okay, aber
Ja, es muss doch möglich sein, in das Gleis reinzukommen. Irgendwie hier mit einer Kurve rüber. Das muss doch zu machen sein. Aha. Aha, plötzlich geht's. Okay, das Problem ist halt, das bringt uns nichts. Weil wir wollen ja von hier nicht nach da, nach da hinten, sondern nach da. Also, wir brauchen den Bogen. Wenn, dann tatsächlich so. Geht auch nicht. Moment, weil da die Weiche ist, ist ganz klar. Also, den Bogen bräuchten wir so. Und dann kommen wir allen Ernstes nicht rüber. Doch, dann kommen wir rüber. Aber dann haben wir, ja, zu viel Höhe. Weil wir kommen dann hier unten nicht rein. Keine Chance. Wie soll man das denn machen? Hier rüber und wieder zurück? Das wird dann relativ abenteuerlich, behaupte ich mal. Zumal wir hier nicht mal eine Weiche haben. Nein, jetzt haben wir da noch eine Kreuzung. Nochmal machen. So, jetzt haben wir die Weiche. Hier runter. In kleinen Schritten bauen. Ich teste es mal. Das kann aber gut sein, dass wir das nochmal abreißen müssen, dass das so nicht funktioniert. Ich versuch's mal. Ja, schon wieder eine Kollision. Weiter rauf. Kann ich in dem Sinn nicht. Das bringt nichts. Weil wir dann den Weg natürlich darunter nicht hinkriegen. Maximale Steigung. Ja, wir kommen hier nicht rüber. Wir kriegen die Höhe nicht. Okay. Hm. Dann kann ich das aber wieder kappen. Ich habe gesagt, das kappen wir je nachdem wieder. Ein Versuch war es wert. Unten durch. Dass wir hier unter die Erde gehen. Wir sind hier ja eh schon relativ tief. Einmal down. Und einmal niesen. So, also hier unten durch geht. Das würde funktionieren. Jetzt hören wir da unten. Da können wir vielleicht sogar ein bisschen, wollte ich gerade sagen, noch mit der Höhe variieren. Dann hätten wir hier das Portal. Ich baue das mal. Mal gucken, wie das aussieht. Interessant. Hier einfach unter der Schiene durch. Okay. Das ist halt eine andere Variante, wenn wir jetzt halt unten durchgehen. Aber wenn es klappt, das wäre ja eigentlich egal, ob wir nun unten lang gehen oder oben lang. Die Frage ist, wo kommen wir wieder raus? Er würde hier dann zurückgehen. Oder hier so. Und das würde alles funktionieren. Dann sind wir aber auf der anderen Seite. Aber wer zwingt uns denn, das Gleis dort zu nehmen? Das ist natürlich auch wahr. Wenn wir hier wären, kommen wir da vielleicht sogar irgendwie da rauf. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel das mitmacht. Schaut euch das mal an, das funktioniert. Aber, Moment, ich möchte halt... Was ist das denn für eine Brücke hier? Ich möchte die gleiche Brücke haben, wenn das irgendwie machbar ist. Das ist sie, glaube ich, sogar. Okay, sollen wir das mal bauen? Weil, was wir haben, das haben wir. Vielleicht hier noch ein schönes Portal machen. Irgendwie sowas in der Richtung. Wien-mäßig. Okay, gekauft. Dann werden wir das Ganze anders machen. Ganz einfach. Das hier müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, das ist einfach eine Brücke halt. Hier fast ein bisschen über dieses Portal rüber. Passt irgendwie draußen. Was machen sie denn jetzt wieder draußen? Hört man das im Video? Dann tut mir das leid. Irgendwie, keine Ahnung, das klingt wie wenn irgendein Flugzeugmotor. Wie wenn einer Wheelies macht mit einem Flugzeug. Kann man das? Nein. Wahrscheinlich nicht. Also, wir schauen. Wenn wir hier jetzt reingehen, das müsste ja klappen. Jawohl, das klappt. Dann sind wir also hier. Und dann wollten wir hier rüber. Oh, das funktioniert. Moment, das nehmen wir mal. Also, dann geht das hier rein. Dann könnte man hier geradeaus und man könnte hier sogar noch rüber. Falls das irgendwie von Interesse wäre. Und das ist es nämlich auch. Guck mal. Da machen wir das folgendermaßen, dass die blaue Linie hier reingeht. Da haben wir hier hinten im Prinzip umsonst die Brücken gebaut. Das können wir ja wieder abreißen. Ist ja eigentlich egal. Oh, jetzt bin ich aber froh, dass wir doch irgendwie offensichtlich eine Lösung hinkriegen. Also, dann bräuchten wir die Linie eins weiter rüber. Ich bräuchte mal Kollege Bahnhof und die Terminals. Und dann bräuchte ich hier nochmal den. Genau. Wir wollen von der 7... rüber in die, was ist das hier für eine Zahl? In die 6. Von der 7 in die 6. Halt. 6 war hier. Jetzt. Okay. Klappt das noch? Weil die müssen natürlich... Die müssen ja wieder weiter.
Doch, doch, also die Linie ist noch eingezeichnet. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verdattelt, aber das müsste klappen. Wenn wir das Ganze jetzt noch so machen, dass wir die Weiche ein bisschen eher machen, dann kommen sich die Züge nicht mehr ins Gehege. Also, wenn wir hier rüber gehen und das Signal neu machen, das wäre dann, sagen wir mal hier, zack, und dieses Signal kappen, das müsste auch funktionieren, das steht nicht auf einer Brücke. Okay, hier rüber, da rein, ja, müsste doch funktionieren. Jetzt geht er hier aber leider noch nicht nach da, beziehungsweise er geht eigentlich zu spät rüber. Brauchen wir die Weiche? Nee, die brauchen wir nicht. Lasst uns das mal kappen. Wir brauchen sie zumindest nicht für die neue Linie. Und bei der alten, bei dieser blauen, hat das natürlich den Effekt, dass sie jetzt hier schon einfädeln und da reingehen. Das ist also unser Gleis. Wir sind da unterwegs und können dann von hier eben auch einfach in die Richtung. Hui, seid ihr noch da? Liebe Freunde, ich hoffe mal. War jetzt doch ein bisschen ein Gedankenmarathon, aber ich glaube, das funktioniert tatsächlich. Das müsste so klappen. Gut, was brauchen wir denn jetzt? Beziehungsweise, was machen wir mit denen hier? Sollen wir die Brücke so lassen? Weil irgendwie, ich meine, ist ja eigentlich irgendwie cool. Dann haben wir noch ein bisschen eine breitere Brücke und wir wissen ja nicht, ob wir später nicht noch weitere Züge hier hinschicken. Wir haben ja noch freie Gleise, so ist es nicht. Ich würde die Brücke so mal lassen. Die hat ja so eigentlich auch seine Richtigkeit, wenn man hier guckt bei der Linie. Ja, die fahren hier halt ein bisschen vom Kreuz nach quer und hier wechseln sie das Gleis. Das muss eigentlich gar nicht sein. Warum machen sie das denn? Hier rechts? Die fahren hier falsch rum. Ist interessant. Dann stimmt doch was mit den Dingens nicht. Mit den Wegpunkten. Habe ich die falsch gesetzt? Nehmen wir die Wegpunkte mal nochmal raus. Die können wir ja gleich nochmal setzen. Weil wir brauchen die Wegpunkte, sonst fahren sie tatsächlich hier unten lang. Und das wollen wir natürlich nicht. Also, nochmal. Nach Wien rein. Das wäre also von Birkenhügel nach Wien. Wollen wir hier lang. Das müsste doch soweit stimmen. Ja, wäre dann in die Richtung. Okay, und den ganzen Weg zurück von Wien nach da. Wollen wir hier lang. Und jetzt haben wir es hier eingleisig. Halleluja. Moment, haben wir hier keine... Nein, haben wir noch nicht. Jetzt haben wir sie. So, und jetzt passt nämlich auch wieder. Jetzt wird da nicht gewechselt und gemacht und getan. Jetzt haben sie wieder freie Fahrt. Gut, passt. Gehen dann hier unten rein. Ja, okay, das haben wir. Gut, nehmen wir doch das gleich mal in den alten, in den neuen Fahrplan auf hier. Bei Linie 1. Das wäre dann nach Wien-Hütteldorf. Wollen wir hier rein. Okay, oh, guck mal, da ist sie wieder, die Linie. Weil offensichtlich jetzt wieder der Weg zurückgefunden wird von Wien Zentralbahnhof nach Eisenberg City. Cool, da sieht man schon, das ist auch richtig soweit. Perfekt, gefällt mir, sehr gut. Also, dann geht es eben von hier rüber. Jetzt wollten wir, müssen wir gucken, in die Richtung. Im Prinzip können wir dieses Gleis hier nehmen. Das führt uns nämlich hier rein. Nee, halt, wollten wir nicht, dann fehlt ein Städtchen. Jetzt müssen wir eben aufpassen. Hier unten haben wir noch eine Stadt. Und zwar ist das, wir werden es gleich wissen, Ehrenberg. Da wollen wir auch noch hin. Das heißt, wir müssten hier dann irgendwie so einen Bogen rauf. Beziehungsweise wir sind ja hier hinten. Ja, da geht es einfach hier aus dem Gleis raus. Da gibt es eine neue Strecke. Weil sonst wird das schwierig. Wir könnten natürlich jetzt auch nach da und dann nach da. Dann hätten wir überall Gleis, was wir mitnutzen können, mitbenutzen können. Aber, weiß nicht, dann sind wir hier oben und dann geht's wieder zurück nach Köln, da oben. Ja, warum nicht? Aber dann müssen wir halt eine Direktstrecke bauen. Ja, das kommt dann irgendwie auch wieder aufs Gleiche drauf an. Wenn wir hier sowieso auch eine, im Prinzip, Direktstrecke bauen müssen, dann ist das eigentlich egal. Wo kommen wir denn hier rein? Ja, das schauen wir, wenn wir da sind. Wir gehen jetzt erstmal hier vorne in Ruhe raus. Schnappen uns das Gleis. So, und allzu viele Städte sind es jetzt nämlich nicht mehr. Das müsste jetzt dann bald mal zu schaffen sein hier. Also ein Gleis hier lang. Also da raus, meine ich. Und dann haben wir wieder eine Brücke. Das ist immer sehr schlau. Genau unter der Brücke mit dem Bauen aufhören. Oder bei einem Tunnel. Sehr clever, weil dann weiß das Spiel wieder nicht, was man möchte. Also, ja, das ist auch nicht allzu weit. Das kann man eigentlich schon so machen, dass wir hier so raufgehen. So, möglichst geradeaus. Und dann wohin? Das werden wir gleich schauen. Hier haben wir eine Brücke, die führt uns hier wunderbar durchs Städtchen durch. Das wäre noch eine relativ schöne Strecke. Das kommt jetzt aber drauf an, was wir eben hier haben an Linien. Wir haben hier eine und hier eine.
Das heißt, da können wir rein. Das würde definitiv klappen. Das heißt, wir benutzen dieses Gleis hier mit. Das heißt, wir gehen hier rein. Unter der Brücke durch. Oder über die Autobahn rüber. Und da andocken. Also, wir schnappen das Gleis. Noch hier eine Kurve machen. Bremsen wir halt wieder ein bisschen runter. Und das gibt natürlich eine massive Bremsung hier. Ne, wisst ihr was? Wir gehen vorher auf Höhe. Also sprich, wir machen, wenn es irgendwie geht, eine Brücke über die Autobahn rüber. Weil wir brauchen die Höhe nachher da sowieso, um da wieder reinzukommen. Aha, soviel zum Thema. Das klappt ja hervorragend. Soviel zum Thema Brücke. In die Richtung geht's. Aha. Da müssen wir das anders bauen, dass wir ein bisschen weiter von unten kommen. Nehmen wir das nochmal weg. Korrigieren gleich nochmal ein bisschen das Ganze. Hier mit Kollege Wischmob. So. Sehr schön. Wunderbares Instrument. Finde das immer noch sensationell, wie das funktioniert, ohne dass es jemals abstürzt, während es dann doch eben teilweise bei Brücken und beim Tunnelbau gewisse Probleme geben kann. Das kann aber auch sein, dass das mit Mods zu tun hat. Also da möchte ich jetzt nicht direkt dem Spiel die Schuld geben. So, wir bräuchten Höhe, die hätten wir. Das heißt, wir schütten hier mal auf. Gehen hier rüber. Dann aber natürlich wieder nicht mit der Güterzugbrücke, sondern mit eher was Schnellem, auch wenn es kein IC wird, der hier lang fährt. Wir wissen noch nicht, was es sein wird. Es wird definitiv ein schnellerer Zug sein. Nein, der Damm passt hier dann doch auch nicht. Warum nicht die? Moment, irgendwo hatten wir doch noch. Nee, da ist sie nicht. Die ist natürlich auch nicht schlecht. Wir nehmen die hier. Okay, gleich mal bauen. Zu einer Kurve ansetzen. Und im Prinzip hier rein. Wollen wir hier rein oder wollen wir ein separates Gleis? Hier vorne ist dann Feierabend mit separatem Gleis. Aber dann könnten wir noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, freier fahren. Wir sind hier auf der linken Seite. Die Frage ist, kommen wir da rüber? Ich lasse das mal noch mit dem Anschließen hier. Und werde mal das Gleis hier nehmen. Ja, das funktioniert ohne Probleme. Na, dann machen wir das gleich mal. So, und dann müssen wir hier rein. Das heißt, so hier raus. Und das klappt auch schon perfekt. Sehr schön. Nehmen wir dich mal mit. Oh, da haben wir... Was haben wir denn da? Da haben wir ja schon eine Einfahrt gebaut. Ach, genau. Stimmt. Ja, ja, cool. Das sind aber Güterzüge. Also das ist der Güterbahnhof da hinten. Da müssen wir dann natürlich auch mal noch gucken, dass wir hier noch ein paar zusätzliche Güterzüge hinkriegen. Weil, ja, die Ausfahrt haben wir schon. Cool. Dachgrat. Warum nicht das Gleis nehmen? Aber das funktioniert natürlich nicht wirklich. Weil wir mit einem Personenzug unterwegs sind. Und dann können wir das so machen sogar. Mit ein bisschen Tempo. Stimmt das so? Nehmen's mal. Sind wir da tatsächlich... Ja, das müsste... Ja, da haben wir halt die Brücke noch nicht. Das wird dann hier zur Brücke. Jetzt muss ich gucken, wie das optisch... Also wie das aussieht. Da bin ich nicht sicher, dass das wirklich cool ist. Ja, hier wird halt aufgeschüttet. Das hat irgendwie was von Schallschutzwänden. Wir sollten ja sowieso mal noch ein paar Schallschutzwände aufstellen. Hier ist es halt schon eine Brücke und hier ist es noch eine Aufschüttung. Können wir das nicht auch zu einer Brücke machen? Wenn ich das nochmal wegnehme. Und hier vielleicht mit dem Tool mal ein bisschen grabe. So, wir machen das mal weg. Ist ja eh eine Brücke. So, hier das Ganze wieder ein bisschen angleichen. Und jetzt mal gucken, was macht er jetzt hier? Macht er eine Brücke draus. Wenn ich von hier oben komme, ja, dann bleibt es bei einer Brücke. Sehr schön. Jetzt hier wieder rein. Weil das sah ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Hat mir jetzt nicht so wirklich gefallen. Falsches Gleis. Okay. Gut, von hier kommt, da rein. Kann man das so lassen? Ich werde mal nochmal kurz hier mit dem Teil arbeiten. Momento. So, und schon sieht es nämlich besser aus. Und hier hinten auch. Gut, dann düsen wir hier lang, düsen hier rauf und kommen hier in dieses Gleis rein. Sehr schön. Hier von dem, düsen nach hier unten, einmal um eine Kurve rum und kommen hier in diesen Bereich rein und nutzen dann dieses Gleis. Oder wir nutzen, je nachdem, was uns mehr bringt, das andere Gleis. Was machen die da draußen? Ich weiß halt wirklich nicht, ob man sich im Video drin hört, aber hier macht sie die ganze Zeit wii, wii. Also nicht irgendwie eine Sirene, sondern irgendein Motor. Keine Ahnung. Ja, ist ja egal. Es ist ja auch nur Samstagnachmittag. Was soll's? So, wir gehen hier nochmal raus. Das habe ich denn jetzt markiert? Oh, hört mal.
Ich liebe es. Das gibt gleich so eine Atmosphäre, wenn so eine Ansage kommt. Gut, jetzt aber, wir müssen weiterarbeiten. Wir wollen von hier im Prinzip nach da unten. Das müsste doch eigentlich mit dem bestehenden Gleis eh machbar sein. Wir gehen hier dann wieder ins richtige Gleis rein. Düsen hier runter. Ja, dann sind wir hier in diesem Bahnhof auch schon drin. Okay, wo der Kollege Ciruno unterwegs ist und hier der Hybrid und da hinten der ICE. Sehr nett. Wo gehen wir denn hier rein? Nochmal kurz schauen. Das ist das Gleis hier, wenn ich mich nicht täusche. Jawohl. Da müssen wir doch... Ja, da müssen wir eine Weiche haben, sonst kommen wir natürlich nicht rüber. Oder haben wir hier vorne eine X-Weiche? Irgendwo installiert. Da kommt man hier rein. Müsste dann hier zurück. Dann hätten wir hier Gegenverkehr. Wir müssen das anders lösen, dass wir hier tatsächlich noch ganz rüberkommen. Machen wir das doch folgendermaßen. Lass mich ein Gleis nehmen. So, dass wir da in das... Nee, das wollen wir nicht mal. Wir wollen eigentlich in dieses Gleis rein. Okay, gekauft. Dann sind wir in dem drin. Düsen hier runter auf der rechten Seite. Düsen hier rein. Und kommen dann in dieses Gleis. Oder wahlweise in dieses. Guck mal, da ist ja sogar noch eins frei. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier gleich eine Weiche. Das kappe ich mal. Also die Straße würde ich gerne kappen. Düt, düt, hallöchen Kollege. So, wenn ich jetzt hier lang gehe. Ne, geht nicht, aber es wird so irgendwie funktionieren. Stimmt denn das noch? Hier wird es eingleisig. Okay, dann stimmt's. Dann kann man dann hier raus. Geht nach hier vorne. Und düst da in dieses Gleis rein. Und schon haben wir hier auch wieder das Ganze gemacht. Wir brauchen die Linie. Jetzt müssen wir schnell die Linie nachführen. Wo ist meine Linie 1? Linie, Linie, Linie. Müssen wir ein bisschen weiter runter. Linie, Linie, da haben wir sie doch. Linie 1. Okay, von Wien Zentralbahnhof wollen wir hier hin. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Wo ist mein Bahnhof? Hier vorne. Zack. Klappt mit der Linienzeichnung nicht. Ist klar. Dann geht das hier weiter. Hier runter. Und geht hier rein. Zack. Okay, müssen wir dann gucken, dass wir das richtige Gleis noch erwischen. Und von hier geht es dann hier halt wieder raus. Und dann wird es hier eine Kurve geben und dann düsen wir irgendwie nach da hinten, nach Köln. Gut, liebe Freunde, ich mache ein bisschen eine kürzere Folge, wobei die hat auch schon seine Länge. Weil, ja, dieses macht dann ja wahnsinnig hier. Also eben, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber das ist zum Aufnehmen denkbar ungünstig. Man wird die ganze Zeit irgendwie abgelenkt. Okay, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Jetzt geht's dann nach Köln und dann geht's eh wieder weiter nach da hinten, sozusagen nach Heisenberg City. Und dann haben wir das Ganze dann eh schon gebaut. Und ich kann nur nochmal sagen, ich freue mich auf die Mitfahrt, ja, wie ein Schneekönig. Weil eben mit der Performance, wow. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ja, noch richtig positionieren. Macht's gut, bis dann. Tschüss.